Raja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von König Havar. Ihr mögt Orangewurst servieren. Hey, erleuchtet halt. Lass das sein. Nora-Gläubige, lass das sein. Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Osseran, der 13. Karja. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja, okay, lass ich gelten. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Weise Worte, hört, hört. Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abbad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Wo hat er den Fokus her? Nicht verweigern. Du wirst mit ihm reden? Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja. Niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Das ist halt auch gelb, da ist irgendwas dran, ne? Der Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Sympathisch? Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht so ungut. Hier steht er toll. Was für eine Rede. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Fragen ist halt auch so ein tolle Beschreibung von dem Punkt. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Du hast da Leute, die rot angezogen sind. Besorgte Eltern oder was? Die jeder hasst, weil sie Raubzüge gemacht haben. Was könnten die roten Raubzüge sein? Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber
Es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Ja, der Filz hinter dem Reißen. Hast du nicht zugehört? Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja, aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Bilderhund. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst noch. Du bist so viel zu alt, um mit Aloy zu flirten. Also wirklich, was ist mit dir? Ihr seid beide direkt. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge: Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter. Große Zwerge also. Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Also. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Komplett Allgemeinwissen, ich bitte dich. Alle wüssten das. Die Maschinen. Vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ach je. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Ach so, das haben wir doch schon. Jäger. Es war schon begangen und jetzt noch ein paar, als ob das noch... Da gibt es noch mehr dazu. Und wie kommt... Das weiß nicht. Ach so. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Na, kommt drauf an, wie er ihn umsetzt. Die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht... Die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung oder eine Einladung. Ja, da kommen wir sicher noch hin, ehrlich gesagt. Frag ruhig. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Ja, nehm ich. Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Mit dem will ich auch nicht streiten. Mit diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus.
Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Alter, hör auf zu flirten. Was ist mit dir? In der Wildnis gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Also. Und da erzählst du mir dasselbe jetzt nochmal, bevor es grau wird, ja? Okay. Ich sollte jetzt... Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und... Ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Weirdo. Na gut, haben wir dir alles angehört. Dann hast du schon wieder deine Redeschwall befriedigt. Wir kommen jetzt zur Zeremonie. Wo ist sie? Wie kann sie diese blutrünstigen Kaja in unseren... Schon da lang. Kommen wir da drüben wieder hoch. Ach ja. Mal erstmal nach Truhen suchen. Ja, aber... Ah, da oben. Den nehmen wir noch mit, wenn es geht. Wir beginnen mit dem Weg, wenn alle Aspiranten da sind. Ja, gleich. Wo war die gleich nochmal? Da. Weil wir brauchen, glaube ich, alle Scherben, die wir kriegen können. In dem Durchlauf. Weil die Maschinen da eher geizig damit sind. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt weitestgehend alles, was wir brauchen. Schön. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Gebetslicht? Blasphemie. Schwestern, Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren... Entzündet es nun. Also. Ja, komm, für Ross, warum nicht? Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Ah ja. So schön. Ich möchte ihn einiges fragen. Ja, dann auf geht's. Hin zu dem. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Das ist nicht Olin. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Wo ist Olin? Den hast du gesehen da hinten? Eine Kriegerin, die ihre Mutter ist, wird sie gewinnen. Ne, das ist schon hier. Zwei. Das ist doch nicht Olin. Ach so. Das war seltsame Wegführung, das alles. Hallo. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen.
Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Ah, so. Ah ja, das würde mich auch interessieren. Und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Ja, magst du vielleicht sagen... Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die nur die Wahrheit lügen. Sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Das war ein grantiger Hund. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ja, Scherben sind auch mein Problem. Nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Was ist denn mit dir? Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Was? Oh Mann. Was ist mit Vala? Sie ist stark. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. So, wir haben sonst jetzt nicht mehr viel, oder? In dem Fall. Oh nee, vielleicht nicht darunter. Das lassen wir sein. Ja, da lang. Lass mich doch durch, bitte. Ach, Freunde. Sondern der Schwester. Jeder weiß das Tier. So, auf geht's zur Jägerhütte. Rein da, alle am Tanzen. Sagt dir keiner Hallo? Hallo? Bin da, wer noch? Guck doch nicht so. Mutterloses Gör. Na, na. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Arme ist passiert. Ins Gesicht. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Was ist denn mit euch allen? Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Faulzahn? Ja, dann stellen wir den Bast mal zur Rede. Was ist hier aber sonst noch? Wollten sie dich auch nicht, ja? Wie denn die Mama dich? Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Ach so, das ist das Ding, was sie irgendwie gehauen haben. Na gut. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. So sympathisch. Wir bleiben bei unserem Herzweg. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Was der einzige Erfolg, den du in deinem Leben hattest. Die Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur.
Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Weirdo. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Also. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will also doch eine Zicke sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Na gut, in dem Fall ab in die Haie. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Ja, war voll schön hier. Höfliche Menschen, nette Umgebung, kaum Todesfallen. Schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Ja gut, ich denke, dann werde ich jetzt noch diese Probe versuchen zu machen und dann vermutlich für heute Feierabend. Mal sehen, wie gut mir das gelingt hier, weil die Probe wird, glaube ich, jetzt eher knochenhart auf dem Schwierigkeitsgrad. Aha, los geht's. Du bist ein Arschloch. Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das Startsignal geben. Dann bin ich weg. Das ist ein Graser! Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Boom, hat's gemacht. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Das müsste ja genug rumliegen eigentlich, oder? Okay, Boma hat's gemacht. Okay, wir sollten vielleicht zuerst alle wegmachen, bevor wir da reinstürmen und looten. Aber ich finde, bisher lief das nicht so schlecht.
Oh, ich sollte treffen. Treffen wir besser. Eieiei, so wird das nix. Weil ich die Feuerpfeile gar nicht mehr benutze. Ja, okay, alles klar, das hätte ich mir vorher vorstellen können. Oh, Freunde, lass mir doch in Ruhe. Ich bin jetzt ab den Löffel. Wirklich? Schon wieder? Ah, na schön. Dann jetzt nochmal. Diesmal richtig. Ja. Achso, ich hab... Aha. Weil ich das Teil schon hatte. Na gut, in dem Fall passt das. Ich glaube, ich lieber nochmal vom Kontrollpunkt aus mache, oder? Na naja, egal. Wir werden schon nicht mehr so viel Heilung brauchen. Ganz ruhig. Ja, er ist ja mal wirklich fußlahm, wenn er es jetzt nicht weiter geschafft hat, als da hinzukommen. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Ja, tun wir unser Bestes, hätte ich gesagt. Besser sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um. Jetzt auf, Ido. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Crazy. Bleib jetzt da stehen. Kehr einfach um. Wer führt? Ich sehe nicht. Und Vala ist direkt... Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Ich muss weitermachen. Spielt es wirklich eine Rolle, ob ich schneller bin oder? Gut, ich hol auf. Da, die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie darauf gekommen? Mit Schwung. Boah, ich wollte gerade sagen, war das die falsche Taste? Jetzt mach schon, Beeilung, weiter so. Vollgas. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Stab, aber ich hatte die Bildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt.
Das schaffen wir schon, Aloy. Hat der keinen Kopf? Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Hui. Heißblut. Gewonnen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Sagst du. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Oh. Das ist jetzt aber gar nicht so gut. Schieß auf den Blonden, schieß auf den Blonden. Nicht die Schwarzhaarigen, den Blonden. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Und was genau wollen wir jetzt tun? Oh, in Deckung gehen wäre nicht schlecht. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Geht das mit denen vielleicht besser? Vernichtet die Schänder! Oh ja, geht besser. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Ich bin bereit. Wir können sie nicht aufhalten. Keine Wahl. Aha. Oh, den Loot würde ich aber gerne mitnehmen. Schnell. Wieso nicht? Lauf drüber zum Seil! Noch mehr von euch, meine Güte. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! So, was machen wir jetzt? Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Dem Schatten entkommen. Nicht aufgeben. Da oben auf dem Berg. Das sind zu viele. Ja, geh weg. Wir schaffen das nicht. Hol mal. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Vernichtet die Schänder! Es sind zu viele! Oh nein! Wir haben keine Chance! Ich hätte mich unter Umständen kurz verheilen sollen. Das wäre besser gewesen. Aber das ist halt nochmal. Da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Ach, komm schon.
Du hast einen Schutzengel, oder? Na also. Hm. Es sind zu viele. Okay. Das ging erheblich besser als vorher. Achso, das war nur die erste Welle, ich verstehe. Nee, das war die zweite. Oh, okay. Jetzt, runter, solange es noch geht. Oh, der ganze Loot. Oh, MG. Krasser Typ. Ja, ich würde jetzt nicht hinrennen, wenn ich du wär. Na gut. Der Rotschopf stirbt jetzt. Alle vorwärts! Was machen wir jetzt? Erledige die Angreifer. Wow. Der hat voll getroffen jetzt. Wo ist denn der Alte jetzt? Wo habe ich den erledigt? Ach komm, ich hab voll getroffen. Hahaha, ich treff halt gar nichts mehr. Jawohl, der hat gesessen. Meine Güte. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Dürfen jetzt wenigstens noch looten, ja? Cool. Das war jetzt ein ganz schön ätzender Kampf. Aber wenn man halt 15 Mal daneben schießt, darf man sich auch nicht wundern, wenn es schwer wird. Das wird zu schwer. Wer hat denn hier Kisten versteckt? Was ist mit euch?
Wird alles mitgenommen. Nächster Händler kommt bestimmt. So, ich glaube... Ah nein, hier haben wir noch eine Kiste. Schau mal, guck. Du hast, glaube ich, nur noch den Heiltrank, oder? Jo. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, wäre besser gewesen. So, und dann den hier looten. Meine Herren, das war eine ganz schön actionreiche Schlacht. Auch ein Fokus. Schau mal, da guck. Behalt den gleich und schenk dir ein paar Kumpels. Oh, Herr, hinter dir. Hi. Und du so? Schau doch nicht so grimmig. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Was ist mit dir? Oh, gut, dass er uns nicht runtergeschmissen hat. Hey, Rust, schau mal, da guck. Willst du ihm vielleicht helfen? Willst du ihm vielleicht helfen? Willst du ihm jetzt vielleicht helfen? Wirklich? Naja, aber dein Hals tut weh, ich verstehe das. Dann bleib ruhig liegen, noch ein bisschen. Alles gut. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Das hat auch mit runterhüpfen können, ne? Okay. Ja, das war ein sehr dummes Ende, aber okay. Spiel, wenn die jetzt sterben würde. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Oh.
muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Willst schon irgendwo bei deinen anderen Sachen liegen, oder? Ja. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Hochstufe 8, wunderschön. Da geht's nur mit Fokus durch. Ah, okay. Cinematic. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Man könnte von der Social-Media-Abhängigkeit sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Was hat sie vorher gerufen? Sie muss zu ihrer Mutter? Nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Das sieht so aus wie so ein Rettungsbunker, der dann umfunktioniert wurde zu einem Tempel. Aber in erster Linie könnte das heißen, dass das hier schon für die alten, die hier, also für die alte Zivilisation echt eine wichtige Stätte auch war. So. Aha, schau mal an. Und die Alten, die kennen auch diese Technologie ganz offensichtlich. Weil sonst wären hier nicht Kerzen hinter der ersten von diesen Türen. Eine Art Signal. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da kommen wir nicht raus. Ah, wieder falsche Taste. Diesen Ort nicht erbaut. Es sind die Alten. Aber warum? So kommen wir nach da. Und auch den Weg kennen die Alten schon. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Von hier aus geht's auch nicht durch, oder? Nö. Also dann wieder da lang. Da geht's auch nicht weiter, also geht's eigentlich nur noch hier lang jetzt. Da, mit meinen anderen Sachen. So, bestens bewaffnet. Bogen. Okay. Was kannst du mir zeigen? Scheinen irgendwie korrumpiert zu sein. Die Frage ist, warum unsere nicht? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Sagt, dass ich genauso bin. Das sind dann wohl wir. Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Also hat er seinen Fokus hundertprozentig nicht aus irgendeinem Loch, sondern wahrscheinlich von den Angreifern. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann?
Mhm. Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Bin ich auch mal gespannt. Ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Na dann, auf geht's. Hier nach. Seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Oder wollen wir nochmal nach da oben schauen? Ja, ich schau mal ganz kurz, was da oben so ist. Wachposten? Aber Erzmutter Tirsa hat befohlen, dass du nicht ohne sie gehen darfst. Aha. Verstehe. In dem Fall müssen wir wohl bleiben. Wenn die Omi das befiehlt, wird das gemacht. Man muss auf seine Omis hören. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Aha. Da sind wir irgendwie so ein getrottenes Baby. Was meinst du denn damit? Komm. Dass irgendwie diese Katastrophe von was auch immer passiert ist, überlebt hat. Wahrscheinlich von irgendeiner Brutkammer oder so im Automatikmodus ausgebrütet wurde. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kam durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie gut ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Mhm. Zutritt verweigert. Nein. Bitte.
Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich... Nennen wir es mal Visionen. Die letzten funktionierten Hologramme. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Die ist schon irgendwie cool, die Alte. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Religiöse Fanatiker. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Da drüben waren wir, da war sonst auch nichts mehr zu holen, glaube ich. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Wird schon alles klappen. Wir haben wieder Energiezelle gefunden. Die Energiezelle ist schon mal sehr wertvoll, damit wir nicht nochmal hierher müssen. Die brauchen wir fürs Endgame auf jeden Fall dann nochmal. Ja, sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird euch nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. So eine sympathische Alte. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Norak-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. So, auf einmal haben wir richtigen Rang und Namen hier, ha? Zappalott. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. Oh, welche wunderbare Erklärung. Können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Also wir dürfen jetzt quasi spazieren gehen, wenn wir möchten. Das ist super. Ja, überall hin. Das hat es ja gerade gesagt. Andere Suche wird es vermutlich nicht geben, oder? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. Ach, darum freut sich die eine Alte so drauf. Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Wirklich, ihr schickt sie los, um die Geheimnisse rauszufinden, die sich um alles ragen, und ihr fangt nicht mit dem ersten an. Was Idiot-Plot. Ist,
mit Dorsts Leiche passiert. Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein, aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ja, dann auf geht's. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Oh, werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. So, bestens gesegnet, Quest vor Augen. Beginnen. Reinigt euer Herz. Krempel? Also nee, nur eine Heilpflanze. Für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Lasst deine gläubigen Kinder. Gut, wir sind wieder mit voll live. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir uns noch kurz auf zum nächsten Lagerfeuer. Was bist du denn noch Schönes? Habe ich nicht schon alles eingesammelt? Die Ausgestoßene. Offenbar nicht. Sie hat also überlebt. Aber sonst haben wir nichts übersehen da oben. Sieht nicht so aus. Unsere Hymne muss perfekt sein, wenn sie uns gnädig sein soll. Keine. Im Runterweg wohl auch nicht. Alle Blümlein mitnehmen. Sie hat viel auf dem Weg zu wachsen. Glück für den Stamm. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hundertprozentig. Wo sind wir denn überhaupt jetzt? Ach, jetzt sind wir bei Mutters Wacht. Deswegen waren wir hier noch nicht und haben noch nichts geplündert. Was geht denn hier unten ab? Ich warte, ob wir da noch hinkommen, oder? Ah ja, bestimmt. Meine Herren. Da ist irgendwas ganz Großes liegen geblieben. Ja, cool. Dann runter den Buckel. In dem Fall schauen wir uns hier ein bisschen genauer um. Aber ich glaube, viel mehr gibt es hier auch nicht. Krimskrams gibt es einzusammeln am Wegesrand, aber keine Kisten und nix. Wunderschön. Hier haben wir, oder hinten ist irgendwas, das ist das Feuer, Vorratskiste, die wollen wir, die wollen wir, die wollen wir, die wollen wir und die wollen wir. Fünf Stück, oder? Einmal. Oh, meine Haare werden ewig brauchen, bis sie trocken sind. Ja, das ist möglich. Wenn man so lange Haare hat wie du, kann das passieren. Alles direkt sammeln hier. Ja, damit. Die Truhe, glaube ich, mit der Nase weg. Das hält sich. Aloy! Aloy! Ja, ja, chill. Cap? Muss jetzt erstmal hier der kurz. Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja, ja. Und wild am Plündern. Warte kurz. Da oben war jetzt noch was.
Hey, viel Zeug gefunden jetzt. Das rentiert sich hier, alles abzusuchen. So. Da ist noch ein Kistchen und sonst haben wir, glaube ich, jetzt weitestgehend alles eingesammelt. Ja, cool. Die Ausgestoßene nähert sich. Du hast dich schnell erholt. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, dann lass er den halt da. Angeblich einen Dämon geben ein Ding aus. Ah, Moment, wir könnten theoretisch die Tranktasche upgraden. Und damit dann mehr Krempel mitnehmen. Was Spezialobjekte? Achso, das ist die Energiezelle. Wir möchten bitte Tragekapazität. Wo war das gleich nochmal? Ah, herstellen, klar, hier. Trankbeutel. Ja, bitte, Metallgefäße haben wir. Oh, da hätten wir fast nicht genug dafür. Wer damit? Wo ist er hergekommen? So. Man sagt, er durchbrach die Tore des Ein mit dem Trank. Wer ist Mann? Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, was ich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist und beinahe tot. Und dann bestand er zu mir den Hintergrundgespräche wohl immer noch im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Du bist ganz schön blass. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Stimmt, er wollte mich aufhalten, hat mir den Bogen geklaut. Als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Na, sterben ist halt trotzdem nicht so geil, ha? Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich... Ich muss hier jetzt geht's durch. Ja. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ech, der hilft schon. Ich bin jetzt Sucher. Ja. Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter. Das tut mir leid, das interessiert mich alles nicht so wahnsinnig sehr. Ich kann mir vorstellen, warum er hier steht. Ich habe ja herausgefunden, wer Resch ist. Und dass da draußen gefährlich ist, das kann ich mir auch ohne eine weitere Erklärung denken. Ich muss durch das Tor. Hey, Resch. Ach, du und bist Resch. Wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst... Ja, das ist ein gutes Argument. Wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Es wird Zeit für ein bisschen Respekt, Kollege. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Du bist ein lästiger Knilch. Was war das? Oh oh. Eigentlich wollte ich ja nur jetzt zum nächsten Lagerfeuer und abhauen und nicht hier gegen das da kämpfen. Ach, Jemine. Der Dämon! Gebt Alarm! Aha, der verbindet sich also mit Blutruf und dann kämpft ihr alle für ihn. Na super. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie.
Der will da rein, ganz dringend. Mutterloser Fluch! Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Moll, du. Schmeiß den Stein mir ins Gesicht. Gesicht. Tut denn da die ganze Zeit so? Los, überhitzt jetzt. Erledigt. Haben wir es jetzt. Gottes Willen, okay, der hat mir es wehgetan. Jetzt können wir theoretisch hier die Heiltränke mal benutzen, damit uns die nicht immer im Weg umgehen. Diese Läufer kontrollieren. So, ideal. Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? WLAN-Router. Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy! Wie hast du das gemacht? Peng, 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 peng und so. Und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wahl sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen. Aber doch nicht so anders. Ey, Leute. Egal, was Rash sagt. Ey, Leute, was tust du denn nur? Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Ja, das mach musst du. Ich denke an dich. Danke, I guess. So. Krieger, die Viecher noch ausweiten. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin!
Jetzt weiß ich auch, wo mir vorher so viel Heilkram rumlag. Das brauche ich später noch. Was brauchst du jetzt? Okay, da hinten haben wir noch Bäumchen und leider keine Heilpflanzen mehr. Aber verschwendet haben wir auch keine, weil wir konnten die nicht mehr nehmen, als wir tragen konnten. Also haben wir echt alles gebraucht. Ja, also es wird echt zäh auf ultraschwer. Das könnte ich mir vorstellen, dass das noch richtig ätzend wird. Mal sehen. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Ja, machen wir gleich. Hühnchen haben wir ja keine in der Nähe. In dem Fall wird hier gespeichert. Und Gerät testen und Co. mache ich, glaube ich, beim nächsten Mal. Ich denke, dass ich jetzt an der Stelle hier jetzt auch mal einen festen Speicherstand wählen werde. Und das jetzt funktioniert? Ja. Und beim nächsten Mal dann weitermache. Das waren jetzt schon, ich glaube, fast 7 Stunden oder so. Oder 5 Stunden. Ich denke, ich bin fertig für heute. Danke für die paar, die zugeschaut haben. Und ja, wie gesagt, das Video kommt auf jeden Fall noch als Video on Demand. Das heißt, man kann sich es eventuell auch im Nachhinein nochmal anschauen, wenn man möchte. Und beim nächsten Mal spielen wir dann weiter, weil ich habe jetzt nicht die Bock auf das Spielen, jetzt wo ich mal ein bisschen Zeit dafür habe. Aber nächste Woche ist Spätschichtwoche, also vermutlich eher vormittags die Streams. Und ja, dann am Wochenende vielleicht mal wieder. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.